Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Also folgendes, da ich vermutlich die Rüstung höchstwahrscheinlich auch nur bei Bossen tragen werde, habe ich mir einfach überlegt, ich ziehe mich einfach mal um, einfach um Abwechslung reinzubringen. Und obligatorische Sachen. Yeah. Auch wenn der Helm etwas hässlicher aussieht als der andere, aber naja, hey, er hat eine Kapuze. Und obligatorisches Zeug im Feuerschrein habe ich vor, nicht als Einzelfolge zu machen, sondern einfach mit in die nächste Folge mit reinzulassen, wenn das Sinn macht, was ich hier sage. Und ja. Moment, ich wollte in den Feuerschrein, nein! Zeitspiel, buh, rote Karte. Ja. Und ja, und ich habe ja gemerkt, dass ich mittlerweile Waffen bekommen habe, die ich brauche, um was Bestimmtes hinzubekommen, sage ich mal. Was an sich etwas OP ist, aber ich meine, wenn das Spiel das macht, dann ja, es ist halt im Spiel so. Oh, Juria, glaube ich. Es ist halt im Spiel so drin und naja. Und wir haben hier noch was zu erledigen im Feuerbandschrein. Ich sehe aus wie ein Sith-Lord oder wie ein Sith mit einem blauen Lichtschwert. Oh. Hohohoho. Bam, bam, bam. Wenn ich schon mal hier bin, den Feuerzauber kann ich ja lassen, oder? Nein, was mache ich denn hier? Zauber einstimmen. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Das, was ich hier vorhabe, werde ich nicht als eine Folge machen, sondern in die nächste mit reinnehmen. Dann wird es zwar etwas länger, aber man sieht ja wenigstens was von der Action. Und ich habe noch was zu erledigen. Und zwar brauche ich dafür tatsächlich den kleinen König auf dem großen Thron. Ja, ich nehme mal den Feuerball. Genau. Und ich habe auch erfahren, in dem kleinen Gebiet, da wo diese Vogelmenschen waren, sage ich mal. Um da unter diesem Natur und dieser Naturbrücke aus Stein da zu gehen, rüber zu gehen, da war ja so ein Weg unten, der noch entlang lief, der ja Blut hatte, genau. Ich dachte, da kommt man irgendwie hin, wenn man um die Ecke biegt, nachdem man das Lagerfeuer entzündet hat bei den zwei Leuten dort, aber nein, da muss man scheinbar irgendwie runterrollen oder springen oder keine Ahnung. Ja. Und toten Knochensplitter, genau. Das erhöht nämlich die Essosverkorkung-Regeneration. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch für etwas anderes verwenden kann. Ich habe soweit mal genug. Und ich wollte ja die Essosverkorkungs eintauschen ein paar. Bei André, glaube ich. Hoch war. Maus verzuckt. Hilfe, ich bin nervös. Nicht schlagen, Mädel. Junge. Hä? Hä? Wer bist denn du? Hm, ein Unentfachter, nicht wahr? Ein Seres aus dem sonnenlosen Reich. Frühere Dienerin der Göttlichkeit, okay? Wie voll wird das denn noch hier, bitteschön? Warum denn? Und wenn ich hier mich verbeuge? Oder wenn ich Anstoßen mache?
doof ist. Nein? Oder wenn ich... Ich glaube, schlafen werde ich nie verwenden. Wenn ich würdevolle Verbeugungen mache. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Gut, okay. Wie kommt die hier hin? Auch durch das Lagerfeuer oder? Wie, keine Ahnung. Wie geht's Juwel eigentlich? Ja, da ist ja scheinbar tot, aber. Ich meine. Da war doch noch die Juria, ne? Ach, die steht immer noch hier und da ist immer noch tot. Sollten wir ihn nicht begraben oder so? Hast du was Neues? Nö. Aber ich habe wieder Geld. Stimmt ja, ich habe wieder Geld. Ja. Ist irgendwie deprimierend, auf einen verstorbenen Freund zu schauen. Sprich doch mal mit Kairat, ihr habt was gemeinsam. Auch wenn es nicht schön ist. Ja, was wollte ich? Genau, obligatorisches Zeug. Moment, ich habe den Faden verloren. Eins nach dem anderen. Ah ja, der kleine König. Ich dachte an eine Waffe und musste an André denken. Siri. Die Handy-App? Ach, keine Ahnung. Aber warum verdient uns nicht Verbrüderlichkeit oder so? Ich meine, ich bin kein Invasator, ich bin friedlich. So, du da. Wie du nochmal hieß. Nur zu. Meine Füße sind fest verwurzelt. Ich bin ein Fürst und dies ist mein Thron. Du darfst dich ruhig bewegen, umherlaufen und so dich unterhalten. Wandlungsofen hergeben. Ah. Ja. Oh. Hab ich. Ein Wandlungsofen. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. Woher kannst du das? In transposing a twisted soul, its true power transferred to thee. Okay. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition? Okay. Wandlung beginnen. Oh. Was ist das? Höhlenschlechter Großschwert. 100. Ich kann sogar tragen. 145 und 35. Ui. Großaxt des Dämons. Ui. Dämonenfeuer. Hier. Das eine Ding da. Hier vom. Hier, diese eine Balrog vorhin. Rede von Wort vom Nordwindtal. Wortshammer, Großhammer. Ah, Erfrierung 110. Frost meine ich. Ui, ja, heilige Witz, kommt das hier? Arstorchs Schwer. Mhm. Seele des verfluchten Großholzes. Ah. Und ja auch noch Seele des verfluchten Großholzes. Okay. Okay. Seele eines Dämons, Dämonenfaust, Feuertornado. Und Hohepriesters linkes Auge. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Genau das wollte ich. Wait, what? Hohepriesters linkes Auge. Das ist ja wirklich ein Auge. Okay, wie dem auch sei. Das wollte ich. Und ja, die Sache ist ja die, wenn ich jetzt die Seele von Wort hierfür verwende, habe ich die Seele ja natürlich nicht mehr. Allerdings,
Aufgrund einer sehr erfreulichen, ich sag mal, Kooperation eines Freundes hätte ich, wenn ich denn wollte, die Möglichkeit, jede Waffe zu bekommen. Zumindest alles, was ich hier jemals bekommen werde. Daher ist es nicht schlimm, wenn ich mich für eins entscheide, zum Beispiel für den Ring und dann das Schwert. Nee, zum Beispiel den Großhammer nicht mehr bekomme. Das ist kein Hammer, das ist ein Streit. Ach, egal. Wenn ich den Großhammer nicht bekomme, ist es kein Problem, dann kann er ihn mir einfach geben. Nur so, ne? Und wegen Joel, weil ich hier gerade die Aushöhlung sehe. Die Aushöhlung können wir entfernen, allerdings muss ich die dunklen Siegel behalten. Weil, ja, Quest halt. Ja. Hohe Priesters linkes Auge. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Bitte ja. Oder Moment, ich lese einfach erstmal vor. Gegenstandsinfo. Ein maskierter Ritter verwendete dieses Großschwert sein gesamtes Leben lang. Es birgt die Furcht, die sich in den Gedanken der Hüllen eingebrannt hat und ist gegen solche... besonders effektiv. Es wurde einst einem Ritter von Mira verliehen und erlaubt, beidhändig geführt, eine besondere Technik. Fertigkeit Haltung. Während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen, und dann einen schweren Angriff, um mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. Okay. Großaxt des Dämons. Eine unter Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Die aus der Chaosflamme geborenen Dämonen bergen Feuer in sich. Trotzdem sind sie missgebildet und verzerrt, so als ob sie nie sein sollten. Fertigkeit Dämonenfeuer. Im Innern der Axt wird kurzzeitig eine Flamme entfacht, die auf Boden und Gegner niederschlägt. Oh. Worts Großhammer. Der Großhammer des Vorreiterritters Wort aus dem Nordwindtal. Die ihm innewohnende Kälte baut sich im Körper des Gegners auf, verursacht Erfrierungen, saugt seine Gesundheit auf und verringert dessen Schadensminderung und Ausdauerregeneration. Fertigkeit Durchhaltewillen. Verankert die Waffe im Boden und erhöht kurzzeitig die Balance, mindert bei Aktivierung den Schaden. Arthurs Speer. Einer der Flüche, die im Großholz schwären. Und eine furchtbare Waffe von Fürst Arthur, dem Fähler. Oh, dieser Speer ist von fauligem, stark giftigem Fleisch umgeben. Ein Sieg über Gegner regeneriert TP. Fertigkeit Schildspalter. Einem großen Vorwärtsschritt folgt ein einzelner konzentrierter Stoß, der Gegnerschilder durchschlägt und Schaden verursacht. Regeneriert TP! Und der? Oh. Dämonenfaust. Die Dämonenfaust ist mit Feuer durchwirkt, dessen Kräfte durch die Waffenfähigkeit entfesselt werden. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Faust. Fertigkeit Feuertornado. Wirbelt mit ausgestreckten flammenden Fäusten durch Gegner und nutzt dabei den Schwung für einen schweren Angriff, bei dem beide Fäuste auf den Boden geschlagen werden. Huh. Huh, nein. Das kann ich... Oh, zusätzliche Effekte Vergiftung. Oh. Na. Ich habe gerade mehr Gründe, diesen Speer zu benutzen, als dieses hüllenschlechter Großschwert. Oh, die benötigten Attribute sind die gleichen fast. Aber der Speer ist scheinbar besser. Nee, vom Schaden her ist das Großschwert viel besser. Aber der Speer regeneriert TP. Okay, egal. Wir haben diesen Ring. Daher werden wir den Speer, glaube ich, nicht brauchen. Daher würde ich eher dann das Ding vielleicht nehmen. Also erstmal eins nach dem anderen. Das Ding nehme ich vielleicht das nächste Mal. Hohepriesters linkes Auge. Ja. So, das wird die Seele vom Wort. No star of our purpose. Ja. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be linked
So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Ja, Kolossus, also sterben, na, ich weiß nicht. 5 Throne, sie zu knechten. Das Feuer auf ewig zu binden? Nein, Moment. 5 Throne, nein. 5 Fürsten, 5 Throne. Ein Unentfachter, sie auf ewig zu binden, an den Thron, nein. Ein Unentfachter, alle 5 zu finden und an den Thron zu binden. Auf das. Ach, keine Ahnung, ich habe gerade versucht, irgendwas Herr der Ringe-mäßiges mit dem. Der eine Ring, sie alle zu knechten, zu machen, aber. Ach. Später vielleicht. So. Ja. Wir haben einen neuen Ring. Yay! Was brauche ich hier nicht? Erhöht maximal TP, gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Erhöht Ausdauer. Oh Mann, ich brauche ja alles. Ihr habt Einstimmen zusätzlicher Zauber. Na gut, ich glaube, das Feuer werde ich wirklich nicht brauchen. Oh, wie viel ich hier schon habe. Oh, wie schön. Oh. Erlaubt Einstimmen. Ich glaube, ich mache weiter mit nur einem Zauberreiz-Slot. Und zwar dem mit dem Heilen. Obwohl, nein, ich habe ja. Egal. Egal. Moment. Ich zeig's euch erstmal. Wenn überzählige. Ja, überzählige Zauber entfernt. Okay, okay. So, Zauber entfernt. Ja, oh nein, bitte nicht. So. Denn ich habe ja. Hier. Banditen-Doppeldeutsche. Ach, das waren die Banditen-Doppeldeutsche. Brigant. Heißt er auf Englisch, aber okay. Und zwar. Und die kann ich sogar noch tragen. Und das sind 2 Waffen. Also folgendes. Mal. Wie oft kann ich zuschlagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, es sind 9. Oh. Rechtsklick ist was anderes. Okay, was ist seine Fähigkeit? Hoch. Schnellschritt. Oh. Okay, wie viele FP-Kosten hat das? 5. Oh, das ist ja billig. Okay, auf jeden Fall, ich möchte euch mal was zeigen. Dafür brauche ich erstmal weniger Leben. Moment. Das dürfte jetzt eine Weile dauern. Ich glaube. Ja. Ich mache mal eine Pause. Und ich ziehe einfach mal die Rüstung aus. Das reicht, glaube ich. Und zwar schaut mal. Gleich, wenn ich den Gegner habe. Dann ist auch das Obligatorische hier zu Ende, wenn ich nichts vergesse. Wenn er mal lädt hier. Ich weiß nicht, mit dem Schild sehe ich irgendwie so verrußt aus, habe ich so das Gefühl. Nur, also ja, hallo, ich will raus. Ah, also. Ich brauche einen Gegner. Da. Ja, ich habe geheilt.
Habe ich schon wieder geheilt? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, ich brauche mehr Gegner. Aber auf jeden Fall, ich heile. Ja. Das heißt, ich brauche jetzt diesen Zauber nicht mehr. Nice. Oh, das ist ja hier wieder. The poor wretched souls, be they lord or legend or a sham. Mein Beileid. Ja. Das ist also was eigentlich passieren sollte. Ich weiß nicht, ob das gefixt wurde. Ich hoffe mal nicht. Auf jeden Fall. Mit diesem Dolchen und diesem Ring kann ich verdammt fett regenerieren, wenn ich eine gute Anzahl an Gegner habe. 3 Stück zum Beispiel, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht. Und jetzt, damit das Obligatorische nun wirklich vorbei ist, leveln. Oder? Ja. Feuerhüterseele nicht hergeben. Warum? Ich verliere alle meine Feuersiege. Dunklen Siege, meine ich. So. So, mach schnell. Ah, das wollte ich bei anderen machen. Den Essos-Verkorn umwandeln, genau. Vitalität 20. Ach, nein, dammit. Wo war hier die Ausdauer? Das Kondition, genau, das war's. Ich brauche mal Kondition. 102 nur. Da mache ich lieber hier die Vitalität auf. Oder? Ach komm, dann mache ich erstmal die Vitalität auf 20. So. Oh, es gibt auch noch mehr. Ich bin so gut in Mathe einfach. Gut, dann. So. Verteidigung. Oh. Die Verteidigung erhöht sich dann auch. Okay. Gut, dann habe ich mehr. 4 mehr Ausdauerpunkte. Soll ich die Belastbarkeit erhöhen? Die Belastbarkeit erhöht. Oha. Erhöht die Verteidigung aber auch ganz gut. Zauberei. Okay, ich nehme mal Vitalität und Kondition. So, dann bin ich Stufe 34 und damit bin ich auch gut dran, glaube ich. Ja, Kondition soll es sein. So. Oder doch die Zauberei? Nein, Kondition. So. Bestätigen. Ja. So, André, du bist der Letzte. Dann bin ich hier fertig, wenn ich nichts wieder vergessen habe. Erst, nein, Moment. Essos-Verkorn verstärken. Ich habe ja wieder so eine Schärfe gefunden. Genau. Ja. Und jetzt. Es ist doch zuweisen. Genau, jetzt habe ich 8, genau. Ich glaube, 6 zum Heilen, 2 für Mana. Obwohl, macht das denn eigentlich... Ja, doch, macht Sinn. Ja, okay, ja, macht Sinn. Ja. Dankeschön. Geht gut auf euch 8. Ja, mach ich. Ich habe das schleichende Gefühl, dass ich wieder was vergessen habe. Ich weiß aber nicht. Hä? Ach. Ja, Aufladen stimmt ja. Zauber einstimmen? Nein. Hier war nix. Ach ja. Genau. Ich muss was nachholen. Da, wo ich schon mal war. Ja. Da bei diesen Feuervögeln.
Asche ist das Flakon. Drück. Ja, hehe. Gut. Und genau das hier wollte ich. Einen Moment. Das mache ich hier hin. Einfach damit ich Platz habe. So, genau, und hierhin, nein, hierhin mache ich dann die Peitsche. Ach, Gewichtsverhältnis. Okay, die Peitsche ist dann zu schwer. Ach, egal, dann lasse ich mal die Peitsche. Ich bin auch so eigentlich ganz gut vorangekommen. So. Ja, dann zurück zu diesem Krähenflügel-Ding. Übereinstimmen. Reisen, genau. Also, Phaeron-Feste, nein, Walter, nein, Halbfeste, Halbfeste, hier genau. Wo da die zwei anderen waren. Ich in deinem Look. Und ja, 26 Minuten obligatorisches Zeug. Au Backe. Aber keine Sorge, jetzt kommt die eigentliche Actionfolge. Und daraufhin will ich mal vielleicht den Timer. Huch, die sind ja weg. Den Timer zurückstellen, um nicht die Folge zu lang zu machen. Ich glaube, das wird eine Stundenfolge, aber hey, das obligatorische Zeug kann ich, könnt ihr dann bin ich überhaupt richtig? Nein, ja doch. Da, dorthin, da bin ich richtig. Das obligatorische Zeug könnt ihr dann überspringen, so das würde ich sagen. So. Okay. Ist ja nicht vergessen, dass ich ja. Au. Ja, das funktioniert nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Was ist das für ein Geräusch? War hier nicht noch irgendwo einer? Waren das schon alle? Aha. Ich glaube, damit dieser Trick funktioniert, oder dieses Feature würde ich mal sagen, brauche ich drei Gegner auf einmal. Aber hey, ich heile oder so. Ja, oha, die gehen aber schnell kaputt, die Dinger. Oha. Okay, also. Das ist das und jetzt geht's da unten da. Genau, ich muss da irgendwie runterrollen, wurde mir gesagt. Wieso? Ha! Halt, das ist ja jetzt hier, genau. Klingelingeling, kling, Glöckchen, klingelingeling, genau.
Da ist ein Hund. Der Hund hat was am Bauch. Dieser Hund hat gerade Selbstmord begangen. Was hat der Hund am Bauch? Ich habe erwartet, dass er explodiert oder so, oder keine Ahnung. So, was gibt's denn hier? Mordesring, noch ein Ring, ja. Halleluja. Was kann der? Verstärkt Wunder. Oh. Oh, das heißt, ich kann den Ring anziehen und mich noch stärker heilen. Oh. Ja, warum drehe ich mich so? Und hier ist was Großes. Brillant von Kasen. Das Ding, was ich brauche? Für die blinde Frau dort? Brillant von Karim, wo ist das Ding? Hohe Wunder von Karim lernen. Ah, ist das die Blindenausführung? Ich guck noch mal. Ich weiß nicht, das sind eine Menge Blätter. Also vermutlich ja. Gut, ich glaube, dafür sollte ich wirklich die deutsche. Was ist das denn? Ach so, ja, ich bin ja hier wieder, okay. So, dann bin ich jetzt hier aber wirklich fertig, oder? Nichts weiter, da ist nichts weiter, jawohl. Ach, das ist eine richtige Brücke. Was labe ich denn die ganze Zeit? Ich dachte, das ist so ein natürlicher Steinübergang, aber nein, das ist eine richtige Brücke, selbst gebaut. Hab ich da gut gesehen? Okay. Nein, da war kein Loot, okay. Ja, mein Fehler, würde ich dann mal sagen. Oh, ich habe eine Seele bekommen. Okay. Das ist ja wie in Skyrim, wenn man einfach so plötzlich eine Drachenseele aus der Ecke angesaugt bekommt. So. Eisblaue Moosklumpen. Waffen, die mit Kälte durchwüchsen, sind wahrlich selten. Die meisten stammen aus dem Nordwindtal. Kälte, reduziert den Abbau. Keine Ahnung. Ich sehe irgendwie dunkelböse aus. Was mit der Maus passiert? Was war das denn gerade? Hoch? Ja, der hat sich irgendwie so gedreht. Okay. So, dann wieder hier hin. Hey. Oh, da ist was getroppt. Komm her, Zauberer. Komm her, du. Hey, wie kannst du es wagen? Hey. Es wird Zeit hoch, es wird Zeit zu heilen. Cool. Was hast du da? Kristallener Edelstein? Durchwirken, um kristallene Waffe herzustellen. Okay, das klingt was.
Ein Hoch auf den magischen, auf den Ring. Ach, da bist du. Ja, ach, da hat auch was getropft. Brandbombe, ja. Weiter geht's. Da sind die Typen. Ich sehe deinen Speer. So, was ist hier? Nix. Nix von Interesse, okay. Was war hier rechts? Kein Loch im Boden. Wie du funkelst. Ist das eine Falle? Nein, ach du Scheiben! Komm her, du! Jawoll! Oh, wie gut! Oh, wie gut! So, ist hier noch irgendwas, was mich überraschen kann, überraschen will? Krieger schlafen voraus. Okay, gut, das weiß ich ja schon. Okay. Ach du kleiner Spicker, du. LOL. Okay, Zauberer sind echt gefährlich. Es wird Zeit für diesen magischen Schild. Nein. Nein. Nein, ich versuche die ganze Zeit zu treten. Aber das klappt nicht. Reicht doch aus, Mann. Okay, das reicht, das reicht. Ah, so war das. Genau. Ach ja, der Frostschaden wird ja trotzdem gegeben, selbst wenn man blockt, ne? Genau. So, was ist hier? Wer ist hier? Wer will mich überraschen? Hier, warum sollte ich da runterspringen? Okay. Oh. Ach, noch eine Ring der Opferung. Yippee-yay-yay. Hoch. So, lasst mich mal was probieren.
Wo ist der? Da bist du. Versteckt Wunder. Und? Jetzt? Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob das mehr geworden ist. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Na gut. Minuten schon. Ach, ich glaube, ich mache mal eine Special-Folge, damit man auch zur Menge an obligatorischem Zeug auch etwas Action sieht. Dazu gut addieren? Ich weiß nicht. Mein Schwert ist einfach zu lang. Da ist dieses kleine Loch, was man überhaupt nicht sieht. Ich bin da auch einfach direkt reingerannt dann, ne? Und da ist ein Zauberer. Genau, hierhin wollte ich nehmen. Nicht, na toll. It was a trap. I see it now. Das sind zwei Zauberer. Das sind auch mehrere Gegner. Oha, es war eine Falle. Hilfe, Anvisierung, wo bist du hin? Dass gleich wieder ein Loch kommt und ich abstürze. Ich wollte zwar nicht treten, aber ich habe jetzt nichts dagegen. Ich glaube, gegen Schilde ist diese Taktik eher nicht so gut. So. Das hält noch heilt noch ganz gut. Halt. Ja. Ich sehe wirklich keinen Unterschied. Ist das überhaupt ein Wunder? Wunder, ja. Müsste eigentlich was bringen. Na, ich weiß nicht. Dann muss ich wieder hoch. Da hoch komme ich, indem ich vermutlich den Weg da hochlaufe. Hier kann man runterspringen, okay. Boah, da sind die echt von oben runtergesprungen. Hinter mir. Okay. Hallo? Meine Gamer-Instinkte sagen mir, dass das hier ein Bossgebiet ist. Oh, Tatsache. Scheiben! Kristallweiser, ja toll. LOL, was? LOL. Kann er durchschießen? Nee, oder? Einfach so. Ich bin schon so gut wie tot. Und ich habe nicht die Bossrüstung an. Was bist du, eine Mitternachtserscheinung? Wo bist du hin?
Da, komm her, du. Ach, du bist schon wieder weg. Mein Herz schlägt, ich komme mir vor wie bei The Witcher. Hey, ich wurde geheilt. Es kommen mehr und mehr Kristalle, ne? Hä? Was? Was? Oh lol. Au, was? Oha. Was? Lol, oh oh. Scheiben. Ich bin tot. Oh mein Gott. Das war so knapp. So knapp. Alter. Okay. Ich glaube, das es wird Zeit, diesen einen Zauber zu holen. Aber dafür muss ich aber den Ring lassen. Okay. Das ist eh eine Special-Folge, also mache ich das jetzt mal. Reisen. Ich hoffe, ich verliere nicht die Seelen. Feuerbandschrein. Obwohl, ich hatte eh nicht so viele. 300 oder so. Vom letzten Einkauf. Aufleveln. Oh, mein Herz, Hilfe. Ich habe überhaupt gar kein... Und sie ist weg. Ich glaube, ich kann stolz darauf sein, dass... ich erkannt habe, dass es ein Bossraum ist, aber ich war schon in der Falle drin. Hast du was zu sagen? Na, Bursche, als ich dachte, Hochschwerer Edelstein. Wollte sie nicht mehr nun, da ich mich aus dem Staub machte. Jetzt verzage doch nicht. Ich meine, du hast ein viel fetteres Schwert als ich. Aaron ist ein Zug von Untoten. Sie schworen auf Wolfsblut den Abgrund zu hüten und würden Königreich begraben, wenn Entdeckung droht. Okay. Wirklich eine lustige Truppe. Um Eintritt in die Legion zu erlangen, bedarf es einer Zeremonie. Okay. Wenn man in ihrer Heimstadt die Flammen von drei Altären löscht, öffnet sich die Tür zum Wolfsblut. Selbst verfluchte Untote wollen wohl glauben, sie seien etwas Besonderes. Ich bemitleide die armen Seelen. Ah ja. Ich werde heißer. Noch was? Will ich da überhaupt rein? Uiuiui. Ich brauche einen anderen Zauber. Was mache ich denn hier? Hier, Zauber einstimmen. Den magischen Schild. Genau. Was ist das? Ein Zauberreiter. Das heißt, ich brauche auch dafür nicht die Glocke, sondern das Ding, ne? Genau. Was ist das eigentlich? Ah. So. Hoch. Stimmt ja, dann muss ich das Ding ja
da reinlegen. Genau. Nee, oder? Ach, das ist ein Wunderding. Oh, stimmt, ich brauche einen Zauberstab. Hä? Entschuldigung. Aber hey, ich... Oha. So, jetzt habe ich einen magischen Schild erhalten. Ja. Oh, wie passend. Oh, schick. Okay. Oh, dann versuchen wir es nochmal. Nein, halt. Ich glaube, ein Echos... Also, ich brauche nur einen blauen Trank, okay? So, das habe ich mir jetzt... habe ich mir jetzt so ausgemacht. Die nehme ich einen... Ja, mit die Fokuspunkte. Ja, mache ich. Tschüss. So, das wird jetzt interessant. Vor allem, weil wir Zauberer haben. Reisen in... Hier. Ui, 25 Minuten. Oh, das wird eine lange Folge. Leuchtet dann noch? Jawohl. Raschen. So, komm her, du Zauberer. Komm her, du. Nimm den ins Visier. Aha. Und die lasse ich mal. Das ist eine Zeitverschwendung. Dich habe ich fast vergessen. Aber auch nur fast. Und der Effekt ist schon wieder vorüber. So. Hoch. Obwohl, ich muss doch eigentlich nur durchrennen. Nein. Ah. Obwohl. Ja doch, komm. Soll ich einen trinken? Ich weiß nicht. Ich bin so aufgeregt, aber jetzt weiß ich, was zu tun ist. So, wo sind die Seelen? Da sind die Seelen. Ach du Baba Yaga! Und sie ist weg. So, ruhig atmen.
Aha. Nein, was? Och du Baba Yaga. Kann es sein, dass ich Wurfmesser kaufe oder so? Alter. Sühne. Weckt eine Aufmerksamkeit von Gegner. Wozu brauche ich das? Von Gegnern. Ui, okay. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, weiter geht es dann doch lieber in der nächsten Folge. Tschüss. Oh.